Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, in Frankreich. Ich bin euer Affenkönig, dämlich Bart 185 auf der PS5. Willkommen. Wir wollen hier mal schauen, was es für schöne Fische gibt. Ich bin zurück aus dem Urlaub und dachte, Mensch, naja, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann fahre ich wieder in Urlaub und zwar virtuell nach Frankreich zum Angeln. Hier gibt es noch viele geile Fische, die ich fangen möchte und ich würde sagen, legen wir gleich einfach mal los. Ich habe mir jetzt für diesen Part einfach mal ein freies Fischen vorgenommen. Hier unten Spreezitz, schön an der Brücke. Da können wir mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Die Beißzeit ist gerade optimal. Ich habe alle Routen dabei, ich habe alles bestückt. Ich hau einfach mal voll und ganz alles raus. Ich glaube, mit Level 41, den wir nämlich bald erreichen, bekommen wir nämlich dann auch ein paar schöne neue Gegenstände. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid frisch und fröhlich und noch, sag ich mal, ein bisschen halbwegs warm. Also 36 Grad, wie mein Kaffee hoffentlich. Mal gucken. Ja, könnte heißer sein, aber macht sich noch ganz gut. So, gucken wir mal schnell. Hier, nein, so. Zack, runter. Was war denn hier? Hier hatte ich... ja doch, hier hatte ich mal ein paar schöne Barsche. Da können wir uns auch gleich mal drauf einrichten. Würde ich gerne mal hier ein bisschen wobbeln. Machen wir uns mal... Wir hatten doch den... Welcher war das denn? Ah ja. 5-0er, das war zu groß. Hier, den Fire Tiger. Genau, den wollte ich hier mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch vielleicht der ein oder andere Zander nochmal einsteigt. Ansonsten, was werft man denn jetzt hier raus? Wie gesagt, ich habe jetzt nichts großartig vorbereitet, außer herzureißen. Wir haben im letzten Part, ich glaube, so 12.000, 13.000 Kohle gemacht und nochmal 1.000, 2.000 XP. Wir waren ja nicht so lange da und haben jetzt auch nicht zu viele Sachen einzigartig gefangen. Das war ja so ein fröhliches Dahinangeln. So, die große Ritze, 5-0er Haken. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, die ganze Chose. Da gebe ich mal auf den 2-0er Haken und hängen einfach mal einen Shiner dran, um hier da ein bisschen was abzufassen. Den karre ich mal hier vor, weil da könnte ja auch Kollege Carlo Hecht stehen, den es hier glaube ich auch sogar ein einzigartig gibt. Und ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Also vielleicht geht ja in der Hinsicht was. Ein Meter, das ist nicht allzu tief. Ich gucke nochmal schnell aufs Tablet, bevor wir hier richtig in die Vollen gehen. Gut, hier ist alles relativ flach. Ja, gut. Gleich bleiben, also können wir da schon mal keine Riesenfehler machen. So, dann haben wir ja noch unsere andere. Da ist, glaube ich, Würmchen dran. Die würde ich hier vorne an die Ecke schmeißen. Aber da hätte ich gerne noch... Nee. Da will ich mal einen 1-0er Haken dran machen, muss man vielleicht nicht die ganz, ganz klein abfassen. Und da sollte, ob Friedfisch oder Raubfisch, eigentlich auch vieles drauf gehen. Da kann ich die Bremse auch ein bisschen weiter oben lassen. Und da ist es tatsächlich auch noch mal ein bisschen tiefer. Gut, ich denke, wir werden jetzt unseren Spaß haben. Ich sag mal, ich hoffe es. Und ja, ziehen wir doch gleich mal den schönen Wobbler hier durchs trübe Wasser in Frankreich. Ich habe Baguette dabei, ich habe Rotwein dabei, also es ist für jeden Spaß gesorgt. Ich werde mir die ganze Flasche einverleiben, um maximalen Spaß zu generieren. Und auch mit den Ruten und den Fischen und nicht mehr klar zu kommen. Und dann hier unkontrollierte Kotabgabe in den Fluss, die wird dann stattfinden. Könnte sogar noch ein bisschen tiefer sein, der Wobbler. Oh, zwei Einschläge schon. Also, die trübe Suppe ist gut. Der Fire Tiger macht einen Top-Job. Oh, drei Bisse. Okay, das ist geil. Das kann natürlich aber jetzt auch sein, dass da viele kleine Barsche drauf zimmern, die wir ja nicht unbedingt haben wollen.
Aber schauen wir doch einfach mal. So, bei uns war auch nach dem Urlaub gleich das Vereinsangeln und leider ging da nicht wirklich viel. Drei kleine Karpfen sind rausgekommen, ein größerer Barsch, ansonsten nur Mini-Barsche. Mit Mini-Barsche meine ich wirklich, keine Ahnung, ich glaube mal so eine Brut, die anderthalb Jahre alt ist. Oh, schöner Einschlag. Ui. Okay, da gehen wir erstmal daran. Hier. Gut, es geht voran und wir wissen, hier sind nämlich auch schöne Friedfische drin. Mal gucken, was wir da alles so an Land ziehen. Okay, da ist der erste Fisch am Tag, ein Barsch, ist der ganze Angeltag im, ja, ihr wisst, was ich sagen will. Ich hoffe es nicht, aber so war es auf jeden Fall bei unserem Angelausflug. Die Kollegen haben dann gesagt, na Mensch, ist doch kein Wunder, der Holunder blüht doch, da fängt man doch nie was. Ja, da lasse ich das einfach mal so stehen. Das Bier hat geschmeckt, die Leute waren in Ordnung, die Thüringer Rostbratwurst, der Fettschlauch hat auch gut geschmeckt, also Mensch, was will man sich denn da beschweren? Gut, und jetzt hat man hier nämlich schon richtig geile Kontakte mit unserem Willi Wobbler. Ich hoffe, dass auch mal einer hängen bleibt. Es kann schon sein, dass hier richtig viele Barsche sich rumtreiben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuseht. Freut mich sehr. Ich grüße euch alle da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin verzückt, wenn ihr mir bei YouTube immer ein paar schöne Kommentare schreibt. Das rettet mir auch oft den Tag oder versüßt ihn mir natürlich. Freut mich sehr mit meinem Mini-Mini-Kanal. Deswegen mache ich das halt auch irgendwie. Wenn mir dann jemand schreibt, Mensch, Affenkönig, ich habe in dem Spiel XY ein kleines Problemchen gehabt, dann habe ich dein Let's Play gesehen und dann konnte ich das lösen. Das ist genau das, was ich möchte. Und solange ich euch irgendwie ein kleines Lächeln auf den Mund zaubern kann, das ist für mich Erfolg im höchsten Maße. So, aber jetzt Konzentration. Ich habe es ja gewusst, dass der Haken, der ist halt relativ groß. Und ich schaue jetzt nochmal zur anderen Seite. Ich weiß, da ist es flacher. Aber vielleicht kann man ja da vorne auch nochmal einen rausziehen. Fische sind auf jeden Fall da. Die Bisszeit sollte jetzt eine Stunde noch richtig gut sein. Oh. Okay. Fisch Nummer 2. Ja, kein Barsch, Karausche, oder? Oh ja, eine schöne Karausche. Ich meine 600 Gramm, das ist schon mal ein schönes Tier, eine schöne Goldkarausche. Ich versuche mal mehrere Punkte anzuwerfen, ich weiß jetzt nicht mehr. Hier an der Seite, ah da war auch noch so Kraut. Da waren schon immer ganz gute Plätze. Plätze, das hat immer gut funktioniert. Oh. Oh, gleich ein Einschlag, Leute, aber volles Rohr. Meine Güte, okay. Die Rute hier mit Wurm, die geht schon mal richtig steil. Schön. So lob ich mir das doch, meine Damen und Herren. Ja, die Barsche werden auch geringfügig größer, das ist cool. Dann sage ich doch mal, nein gehauen. Geht auch relativ schnell mit den Jungs hier. Das ist schön. Dann werde ich die andere Grundrute gleich mal noch dort drunter feuern. Aber ob der Barsch auf Scheiner geht, das war ich zu bezweifeln. Ich glaube, der Haken ist zu groß. Ich probiere gleich mal einen anderen Köder aus mit einem kleineren Haken, ob das besser funktionieren könnte. Ja, da spritzt es halt auch ganz schön. Das ist das, was wir von der Brücke aus gesehen haben, aber
Dann scheint das irgendein anderer Fisch zu sein. Ich könnte auf Tauwurm umrüsten. Bin jetzt hier auf den Scheiner sich gar nichts meldet. Wir probieren es halt mal, oder? Direkt noch mal auf große Friedfische. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, wenn das ein Barsch ist, ist er wieder ein klein wenig größer. Nee, der Karausche. Na, nee, die ist nicht so groß, aber geil. Die scheint also an jeder Ecke hier zu sein. Karausche holt sich den schönen Regenwurm. Aber so sind sie. Ich habe bisher nicht so ein super Angeljahr gehabt, muss ich euch wirklich sagen. Also am 1. Mai, ja, da gingen einige Forellen. Ansonsten viele kleine Fische. Also die Frequenz war schon okay, aber es waren eben wirklich viele, viele, viele kleine untermaßige Fische dabei. Nichts, wo ich jetzt sage, geil, der kommt irgendwie, der wird abgespeichert in meiner PB-Liste. In meiner imaginären im Kopf. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Okay, wechseln wir mal auf den kleineren. 6 ist natürlich. Hier haben wir einen 2-0er. Ich kann ja mal so einen Single Spoon probieren auch. Ja, komm, machen wir den mal hier dran. Holen mal die Rute rein. Aber vorher möchte ich mal gucken. So bestimmte Friedfische, die ich gerne in großen Grieskugel. Komm, da machen wir an die andere eine Grieskugel dran. So machen wir das. Gucken einfach mal, was da passiert. Aber dann würde ich vom Haken. Gut, ich kann ja mal. Ich kann ja hier mal noch kleiner werden. Bei bestimmten Arten fängt man sonst gar nicht. Friedfischarten. Und dann haben wir uns hier wirklich eine schöne große Murmel-Grieskugel dran. Mais könnte ich auch noch mal probieren. Ich hau den aber jetzt erst noch mal hier in die Ecke, wo es immer so spritzelt. Und zwar irgendwo hier vorne. Ja, vielleicht sind das ja nämlich die Friedfischboys, die dort stehen. So, und da haben wir es auch gleich schon mal 80 cm tiefer, also vielleicht war das die richtige Entscheidung. Ich hoffe doch. Denn ich würde schon gerne noch ein paar schöne große Freunde hier rausziehen. Gut, Versuch Nummer 2 mit dem Single Spoon. Nadja wird sich freuen. Ja, endlich. Er holt sich mehr XP. Grüße gehen raus. So, und jetzt natürlich ihr schöner langgezurrt das Ding. Oh, herrlich. Ja, wer es nicht von euch wusste, ich war ja in Kroatien. Ich habe bei Instagram ein kleines Video geteilt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Gab es nämlich auf dem Schiff eine leckere Makrele. Hat super geschmeckt. Ich esse ja auch gerne Fisch, ich angle ihn nicht nur gerne, virtuell und in echt. Und geil, Leute. Da habe ich mir so gedacht, wo ich fertig war mit Essen, Mensch, ich probiere jetzt einfach mal den Kopf von der Makrele, weil den kann man ja eh nicht so essen, aus dem Boot so rauszuhalten. Naja, und auf dem Video und Instagram seht ihr dann, was da passiert ist. Ah. Schön, wirklich einfach lustig und schön und cool. Hat Spaß gemacht. Und es war generell sehr schön. Also ich war in Kroatien und also so an der Küste, in der Küstengegend hat Spaß gemacht. Ist wirklich richtig geiles Wasser, geile Temperaturen. Wir hatten keinen Tag über 27 Grad, Minimum war 25 Grad. In der Nacht immer so 16, 17 Grad. Es war einfach nur geil. Oh, Doppeldrill, geil! Okay,
Müssen wir erstmal hier, die kriegt man ja schnell raus, die Jungs. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, Nummer 1 haben wir. Was ist denn das? Der Bosch-Kollege, gut. Schön. Dann funktioniert die Grießkugel. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier gibt es auch schöne Rotfedern. Vielleicht ja Plätze. Eine Nase. Stimmt, die gibt es ja hier auch in recht groß. Und mein Kumpel, der umgezogen ist an den Neckar, der hat auch gesagt, dort gibt es Nasen. Sowas will ich unbedingt mal beangeln. Die werden ja ein bisschen größer als unsere Plötzenkollegen und sehen natürlich auch lustiger aus. Und wer mich kennt auf den Bildern, ich habe auch einen Riesenzinken. Und ja, ich werde oft unter Angelkollegen als die Nase bezeichnet. Gut, dann lebt er wahrscheinlich dort, wo es so spritzelt. Coole Sache. Funktioniert, die Umstellung hat hingehauen. Einser Haken, wunderbar. Und so würde ich sagen, machen wir weiter. Jetzt haue ich das Ding mal hier, da vor den Ast. Ja. Müsste doch theoretisch auch eine wunderschöne Angelstelle sein. Ja. Temperatur passt. Aber jetzt halt es mal kurz, jetzt muss ich mal kurz anziehen, weil. Ah ne, okay. Sah gerade irgendwie seltsam aus. Als ob wir da irgendwas eingesammelt hätten. Das ist aber zum Glück nicht der Fall. Ich hatte schon einen schönen Biss hier auf den Single Spoon, aber leider wollten sie immer noch nicht hängen bleiben. Oh, jetzt aber. Jetzt ist er hängen geblieben, der Kollege. Jetzt hat er verspielt. Oh, das ist ein schöner Barsch, Leute. Das ist ein schöner Barsch. Hui, 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 hui. Ein Kilo, 35 Zentimeter. Das ist knapp an meinem PB. Knapp am einzigartigen, den wir am Tieper hatten. Der war nicht viel größer. Schöner Barsch. Hätte ich mich jetzt in echt richtig gefreut. Hier ist noch so ein Kollege. So, herrlichst. Jetzt habe ich natürlich gar nicht geguckt, wie viel XP ich für den bekommen habe. Ich will nochmal hier an den Busch hauen, weil man da die Karausche hatte. Das wäre ja schön, wenn wir hier nochmal eine schöne große Karausche fangen würden. Da würde ich mich freuen, wie sonst was. Die gute alte Rivertex hat es mal wieder bewiesen. Jetzt haue ich aber auch mal in die Ecke, weil da hatte ich ja auch ein paar schöne Berührungen. Jetzt will ich mal abklären, ob das auch Kollege Barsch war. Ui, okay, das war wieder ein Ticken zu weit. Okay, ich kann wieder nicht unter den Torbogen durchwerfen. Okay, jetzt müssen wir uns disziplinieren. Das sollte aber passen. Dann probieren wir die Chance halt hier mal aus. Schönes Angelwetter hier. Auf jeden Fall, ich bin ja vorhin unterbrochen worden vom Doppeldreh. Kroatien wirklich ein Besuch wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht das Billigste, wenn man jetzt denkt, ach, Kroatien hört sich irgendwie günstig an. Das ist es nicht. Das war es vielleicht mal. Aber wie alles, wisst ihr, es hat alles irgendwie angezogen. Aber ich denke mal, wir machen es zumindest immer so, dass wir Halbpension nehmen und wenn man da genug sich zum Frühstück reinschaufelt, dann hat man zum Mittag auch nicht gleich wieder Hunger, dann trinkt man maximal noch
schönen Kaffee, denn das muss sein, das wissen wir alle. Und abends gibt es dann eh wieder Abendbrot und dann kann man sich noch, keine Ahnung, eine Flasche Wein, ein paar Bierchen, was man eben möchte, was knabbern, was alkoholfreies, was auch wollt, abends reinzimmern und ich finde, das reicht dann eigentlich auch. Wir sind immer gut satt geworden und das hat immer gepasst. Paar Ausflüge noch gemacht, dann ist man eh irgendwo unterwegs und die Kroaten, ich sag's euch, die können richtig gutes Eis machen. Also richtig geil. Und zwar habe ich dort gegessen, ich hätte nicht gedacht, dass es schmeckt. Zitrone Basilikum, hört sich echt seltsam an, aber das hat geil geschmeckt, Leute. So schön fruchtig und erfrischend zugleich. Also ich war sehr beeindruckt. Und auch in irgendwelche Getränke haben die dann auch immer irgendwelchen Tee, frühs, aber kalter Tee mit Eis drin. Und da war dann auch Basilikum, Minze und Limette drin. Das hat irgendwie sehr gut gepasst und war sau erfrischend. Also ich stehe auf sowas. Ist natürlich nicht jedermanns Sache. Aber ich fand's geil. Natürlich durfte das einheimische Bierchen nicht fehlen, der einheimische Wein natürlich auch nicht, weil der auch saustark ist. Halt alles eine Nummer süßer als bei uns hier, weil einfach die Sonntage länger sind. So, wie sieht es jetzt hier aus? Gibt es jetzt hier die große Berührung eigentlich auf der Seite noch nicht wirklich? Also auf den Wobbler hat ich wirklich mehr Bisse. Aber wir können da gerne noch ein bisschen rumprobieren, so 14 Gramm. 14 Gramm Nero, den könnten wir auch noch mal probieren. Da kommen wir bestimmt trotzdem bis da in die Ecke. Ja, das reicht völligst aus. Ja, und hier bei uns in Thüringen ist es ja jetzt auch richtig bochwarm. Also kann man ja nicht so sagen, ne? Sogar in der Nacht hier etwas heißer momentan mit 18 Grad bei uns in der Ecke zumindest. Also schwüle Nächte stehen uns bevor. Ist immer nicht so mein Ding. Ich mag es immer, wenn es sich in der Nacht ein bisschen abkühlt. Da kannst du ein bisschen die Luke aufrupfen und ein bisschen das Gehänge kühlen. Ihr wisst, was ich meine. Oder die Brüstchen oder untenrum einfach frischer bleiben. Nee, einfach. Ich mag es, wenn es halt, sag ich mal, in die 12, 13 Grad so ist in der Nacht und dann kann man schön mit offenem Fenster sich ein bisschen abkühlen bei den heißen Tagen. Ui! Komm, eine richtig schöne, dicke, goldene Garage hätte ich gerne. So Nahrungsboom wollen sie auch nicht haben, die Jungs und Mädels. Sind sie nicht so begeistert von, also eine richtig krasse Barschecke, dann hätte ich doch aber auch gerne mal Willi Großbarsch gesehen langsam. Hau ich noch mal hier rinter. Bitte schickt mal vorbei, Willi Großbarsch. Wir haben noch ein Wörtchen zu wechseln, um nicht zu sagen, ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Nervus Buhn, gar kein Biss. Schlecht. Hanfstranner. Ah, nee, obwohl, Quatsch. 8 Meter. Jetzt habe ich mir dabei gedacht. 6, 14 Gramm 3,0. Hier haben wir den kleinen. Stimmt, ich nehme mal. Nee, den wollte ich jetzt eigentlich. Ich nehme mal die kleine Angel, die Argo. Wenn hier so viele Barsche sind, könnten wir damit dann natürlich vielleicht auch gut XP machen. Und uns das mal anschauen. Da ist er. Oh, was? Da komme ich ja richtig weit raus. Leute, habt ihr das gesehen? Okay, das sind die Nano-Dinger, die sind einfach zu klein. Was haben wir noch? Wir haben da noch ein paar Barbless-Dinger dabei. Hier, Slopspoon, Single Spoon. Ja, aber die sind doch, das sind doch dieselben, oder? Nee. Ich dachte, wir hätten noch so ein paar richtig schöne kleine dabei. Dann nehmen wir halt den. In der Hoffnung, dass sie da auch hängen bleiben.
Komm mal wenigstens bis an die Ecke ran. Dann gucken wir mal hier mit kleinerem Gerät. Ah, erster Biss, ihr habt es gesehen. Der war schön. Barsche stehen ja auf aggressives, abwechslungsreiches Führen des Köderns im Sommer. Was brauchen die da? Ja, mit den anderen haben wir ja aber hinten den großen gefangen. Das darf man auch nicht vergessen. Gell? Das hat halt einfach gut funktioniert. Und es scheint so, als ob Kollege Nase und die anderen nicht so in der Ecke dort vorne sitzen. Werde ich das auch gleich nochmal umpositionieren und mal links, rechts hier vors Kraut werfen, hier in der Ecke. Vielleicht steht ja da unsere große Karauschengöttin. Ach, ich habe auch gar nicht geguckt, ob ihr mir während des Urlaubs jetzt ein paar neue Spots geschickt habt. Das wäre natürlich auch nochmal mega interessant. Könnt ihr gerne machen, weil ich bin auf jeden Fall in den nächsten zwei Parts noch hier. Also gerne irgendwas schicken und schreibt mich dann einfach mal bei YouTube an und sagt, hier, pass auf, Affenkönig, da und da habe ich das gefangen und gucke mal, ob das bei dir auch da ist. Alles kein Thema. So, ich guck mal schnell. Einstellung, Markierung. Nee, ihr habt mir hier nichts geschickt. Also alles im normalen Bereich. Ich muss die andere Route wieder nehmen. Da komme ich da hinten in die Ecke rein. Und jetzt zieht aber was. Da hinten in der Ecke, wo es nicht so gut gebissen hat. Ist das vielleicht auch... Nee, ich dachte jetzt, vielleicht ist es ja der Große. Tut natürlich kämpfen, aber da hat er natürlich keine Chance hier. Ja, aber potenziell sind sie da hinten wirklich größer. Okay, jetzt mal Aktion Kraut hier vorne. Ja, könnte auch noch gut klappen für uns hier. Abgelegt, aufgenommen. Eingekurbelt, weggedreht, nach rechts geguckt, Pfeife rausgeholt, kurz geseicht, Pfeife wieder rein. Nein, Leute, das war zu vulgär, es tut mir furchtbar leid. So, da hauen wir hier mal unsere Grießkugel hin. Es tut mir auch leid, alle Mädels, die das gucken, ich weiß, potenziell sind das hier 99%. Sagen wir 95% die Jungs, die das gucken. Aber ich möchte auch die Mädels hier natürlich nicht verkraulen mit meinen dummen, dämlichen Sprüchen. Aber nehmt das nicht für bare Münze. Ich bin dämlich und ich stehe dazu. Alles klar. So hätten wir das geklärt. Nehmen wir die Rivertex. Gucken wir, selbst mit dem Kleinen komme ich mit der Rivertex relativ weit raus. Also... Da können wir doch jetzt mal den Barbless Medium in Rot probieren. Da kommen wir nämlich genau zu dem Stamm dort hinten. Das ist wunderbar. So, ich gehe noch mal ein bisschen Richtung Route. So. Und jetzt schauen wir mal, ob sich da nicht wieder ein großer Kollege einfindet. Das ist schon komisch, dass ich die mehr auf die Köder fange, wobei ich immer echt sagen muss, dass das vielleicht ein eher schwerer ist als ein Wobbler, wo du dann meistens auch deine zwei Drillinge dran hast oder zwei Zwillingshaken und die einfach dann besser hängen bleiben, weil sie eben einfach nur versuchen, den zu catchen. Privat angel ich auch, glaube ich, gar nicht so viel mit Wobbler.
Da habe ich einfach noch nicht. Also ich habe ein paar schöne mit so einem Bosch-Dekor, die schön aussehen und wo auch irgendwie so die Köderführung ganz geil ist. Aber wenn man die dann manchmal umrüstet auf Zwillingsköder und sowas, dann laufen die auch nicht mehr so gut. Weil ich bin ja nicht mehr so ein Drillingsfreund, sag ich mal. Und dann ist das schon immer recht schwierig. So, aber die Nervusbuens, die scheinen sie generell nicht zu mögen. So, was haben wir denn jetzt hier? Fräulein Karausche. Aha. Fräulein Schleie. Ja, auf jeden Fall ist sie dick gefressen. Wäre bei uns genau die Größe, wo man sie mitnehmen darf, ab 30. Ich sage immer, mir ist 33 bis 35 lieber, weil da ist noch mal ein bisschen mehr dran. Aber herrlich golden sind die hier. Schöne Tiere. Okay. Ja, da ist da, direkt am Kraut, so wie es in echt auch oft ist. Da leben sie. Die frechen kleinen Biester. Nun denn, auf zum nächsten Versuch. Und da ist auch schon wieder was an der anderen Rute. Das ist cool. An der Grieskugel, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Da tauschen wir die dann nämlich einfach aus. Aber es zieht genau zur anderen Richtung. Gleich müsste es doch einmal klingeln. Der Fisch scheint klein zu sein. Ich gehe mal ran. Hör! Karausche! Jupp! Genau das, was ich erreichen wollte. Sehr, sehr schön. Schön in die Ecke rein. Macht echt Spaß, die hier zu befischen. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch noch mal den ein oder anderen Biss auf unseren Medium-Spoon kriegen. Aber ist schwierig gerade. Jetzt haben wir einen Biss. Aha. Oh, der hat es doch gerade schon wieder gezuppelt. An unserer Grieskugel-Variante. Die Bisse sind auch irgendwie auf jeden Fall weniger hier auf den. Und kurz vorm Ufer. Ho! Kurz vorm Ufer. Ha? Da hat sich der kleine Hecht gedacht, ach, den möchte ich haben. Was für eine Überraschung. Schön, 61 cm. Naja, da kann schon Spaß machen an der Rute. Aber das ist halt auch eher ein Hechtköder. Muss man ja so sagen. 9 Meter, 7 Meter, 5 Meter, 5 Meter, 2,5. Hat man 3 Meter, wäre nicht schlecht, aber den haben wir gar nicht dabei. Dann nehme ich mal den 5 Meter und versuche den mal ganz langsam zu führen. Das wäre jetzt ja wieder so genau das, wie ich es wahrscheinlich fischen würde. Von der Farbe her. Zu der Uhrzeit und der Tageszeit und alles. Das wäre so genau mein Dekor. Okay, den müssen wir natürlich ganz langsam führen, aber der macht halt schön Strecke unter Wasser. Da können wir alles mit abfischen. Jetzt der große Rollmops-Barsch kommt, der zimmert sich das Ding schon rein. Und ganz hinten spritzelt, sehe ich. Da müsste ich aber noch einen größeren Köder drin machen. Theoretisch. Ach, Frankreich, ich habe dich vermisst. Aber hier waren doch auch irgendwo schöne dicke Rotfedern. Ich dächte eher, dass das auf der. Ah! Dass das auf der anderen Seite war. So, und das. Ist, ja, das könnte auch ein kleiner Hecht sein. Oder ein schöner. Nee, ist ein Hecht. Ja, fast dieselbe Größe mit einem Schlag drauf. Wartet mal, ich gehe mal nochmal hier vor zum Auswerfen. Ja, so viel weiter wird es nicht.
Dann verziehe ich mich mal wieder nach hinten. Hier vorne ist überall Kraut. Schöne Sache, Leute. Schöne Sache. Jetzt haben wir jetzt hier Hecht, Barsch, Karausche, Schleier, Nase. Eine bunte Vielfalt an fröhlichen Fischen. Also, ich hoffe, die sind fröhlich. Die haben ja auch ihre Problemchen. Ach, heute sitzt meine Schuppe nicht. Ach, Mensch, mein Schleimkleid sieht heute nicht so gut aus. Ach Mensch, der Carlo hat mich nicht mehr lieb. Der haut jetzt immer mit Dina Schleier um die Ecke. Und da ist vielleicht Dina Schleier. Gucken wir doch mal. Ah, das ist... Ah, nee, nee. Wenn, dann ist eine ganz kleine. Der auf Barsch wieder tippen, aber... Nee, ein kleines Karauschenmädel. Das ist eine schöne Ecke dort hinten. Eine richtig schöne Angelecke. Huh? Was? Wie? Warum? Hat er jetzt was? Ich zieh die mal kurz an. Ah, Hänge. Hab mich schon gewundert, warum es da nicht beißt. Ehrlich gesagt. Also Friedfisch hier in der Ecke plus natürlich Barsch ist ein guter Spot. Wirklich, das passt wie das Boböchen auf dem Eimer. Na, gucken wir doch mal, ob jetzt hier auch mal noch mal ein größerer rangeht. Oh, was ist jetzt los? Hallo? Ah, schade. Er freeze, Leute. Es tut mir leid. Bei uns sind nämlich auch, ich wollte es vorhin schon sagen, Gewitter angesagt. Ich hoffe, es geht. Der Part wäre jetzt ja eh gleich vorbei. Aber ist natürlich schade. Ich schließe ja immer gerne mit Fisch ab. Das wisst ihr. Ah, Mist. Keine Verbindung zum Server. Ich probiere nämlich nochmal einzuloggen, um mal schnell wenigstens zu gucken, ob wir hier noch Frechdachs ans Band kriechen. Weil ich meine, so nach dem Urlaub kann man das doch ruhig mal machen, oder? Aber es kann natürlich sein, ja, da steht ja da, dieses Spiel benötigt eine durchgehende Verbindung zum Internet. Ich schaue mal kurz. Ich glaube, es hat einen Schalter rausgehauen. Ich weiß es nicht genau. Oder warte mal. Bei mir... Nee, das Handy sagt, das Internet ist eigentlich da. Schauen wir doch mal. Weil wir haben jetzt einen Funkmasten, ich glaube, habe ich das schon mal erzählt, der ein paar Kilometer entfernt hier steht. Und wenn da irgendwie das Unwetter schon ist, dann, naja, dann schwankt das bei uns hier, bei der Holzdorfleitung. Und deswegen auch keine Livestreams und sowas, weil das, tja, dazu ist einfach mein Internet nicht das Allerbeste. Es gibt aber in dieser Gegend auch kein besseres. Ich hoffe, es kommt irgendwann soweit mit Glasfaser und Co. Aber wann das ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ja, und ich glaube, es hat sich aufgehangen. Schade, meine lieben Freunde, schade, schade. Dann beende ich den Part leider hier mit euch. Aber im nächsten Part geht es natürlich richtig wieder zur Sache und weiter am neuen Spot. Neue Fische, schickt mir eure Standorte, schickt mir gerne Kommentare, macht ein paar Likes, ein paar Views. Würde mich freuen. Macht's gut. Ciao, euer Affenkönig.